Ja, ich habe mir ein Beispiel aus der Vorlesung ausgesucht, wo die Ansätze der Wirtschaftswissenschaften in der Energieforschung hoffentlich plastisch herüberkommen. Ja, Molkerei baut Fabrik für Käsesprit. Das war in der Presse zu finden, dass Müllermilch in dem Werk in Leppersdorf in Sachsen sich überlegt hat, was kann man mit den Reststoffen anfangen. Dort werden rund knapp 2 Milliarden Liter Rohmilch pro Jahr verarbeitet zu Lebensmitteln, Milch, Joghurt und Käse für den Handel und Laktose für die Pharmaindustrie. Es fällt allerdings Melasse an als Abfallstoff erst einmal, Käserest, ja, publikumswirksam bezeichnet. Und der wurde bisher entsorgt. Man muss dafür Abfallgebühren zahlen. Und die Königsdisziplin besteht darin, solche Kuppelprodukte, die vorher unerwünscht waren, in ein wirtschaftliches Gut zu verwandeln. Da kam dann den Forschern die Idee, dem Expertenteam die Idee, das doch zu Bioethanol umzuwandeln. Frau Kollegin Stockfisch hatte das vorgestellt, dass bisher Biogasanlagen mit normalen Lebensmitteln, mit normalen Feldfrüchten betrieben werden. Und die Frage ist, ob man Gerste und Zuckerrübe nicht vielleicht durch diesen Rest, durch diese Käsereste ersetzen kann. Und das Unternehmen war das erste weltweit, das das probiert hat. Und da stellt sich dann die wirtschaftswissenschaftliche Frage: Wie viel kostet so eine Anlage? Die hat es vorher noch nie gegeben. Wie teuer wird das Ganze denn? In der Zeitung konnten wir lesen, okay, 20 Millionen Euro. Die Frage ist auch, ja, über welche Zeit muss ich diese Investition denn rechnen? Wie viel Ertrag hat man? Wie lange wird diese Anlage halten? Und ja, wie schätzt man das Ganze eigentlich ökonomisch ab? Und das sind Fragestellungen, mit denen wir uns in den Wirtschaftswissenschaften beschäftigen. Wir haben den Planungsprozess, der hier von dem groben Ziel, die Reststoffe zu verwenden, runtergeht und immer feiner wird. Und natürlich, wenn man die Anlage da stehen hat, dann weiß man, was sie gekostet hat. Aber im Anfang, wie ist denn das? Wenn man wirklich diese grobe Idee hat, wie kommt man da hin? Man geht so vor, dass man erstmal ein grobes Verfahrensbild hat und sich anschaut, was braucht man eigentlich für Prozesseinheiten und die dann versucht, ökonomisch abzuschätzen. Die andere Frage, die besteht, ist, wird die Nachfrage überhaupt reichen? Die Abschätzung der zukünftigen Nachfrage ist ein wichtiger Punkt. Einerseits nach Milchprodukten, wenn also plötzlich keiner mehr Käse und Milch essen wird, dann braucht man auch keine Anlage mehr zur Verarbeitung der Käsereste. Da greift man dann zurück auf Kennzahlen, die gesellschaftliche Veränderung beschreiben, zum Beispiel der demografische Wandel. Man geht davon aus, dass mehr ältere Menschen sich dann leichter ernähren. Die brauchen nicht mehr ganz so viele Kalorien wie Sie, die sie sehr viel Sport machen. Und dass man dann vielleicht auch unterstellt, dass das mehr Gesundheitsbewusstsein ist, dass die Nachfrage halt nach Molkereiprodukten steigt. Auf der anderen Seite, was kann man mit dem Bioethanol anstellen? Einerseits intern in der Fabrik verwenden, zum anderen aber als Kraftstoffe verkaufen. Und dann spielt es einem positiv hinein, wenn die Energiepreise steigen, man größere Erlöse dazu hat. Auf der anderen Seite kann ein technologischer Wandel einsetzen, dass Fahrzeuge zum Beispiel wesentlich weniger Sprit benötigen als zuvor und damit die Nachfrage dann wieder sinkt. Das heißt, man macht sich Gedanken, ob die Zuwachsraten halt eher geringer oder eher höher sind. Das ist die eine Frage. Wenn man sich dann eine Gedanken darüber gemacht hat, wie die Zuwachsraten nun sind, stellt sich die Frage, wie passe ich denn meine Kapazitäten an? Gehe ich diesem Anstieg in kleinen Schritten nach und baue immer eine kleine Anlage dazu, wenn die Nachfrage wieder angestiegen ist? Oder mache ich das eher in großen Schritten? Dann muss ich nicht jedes Mal ein neues Genehmigungsverfahren anstoßen, nicht jedes Mal Ingenieure bemühen, die mir wieder eine kleine Anlage anschalten. Wie mache ich das eigentlich? Und dazu stellen wir als Wirtschaftswissenschaften Methoden bereit. Die Frage ist, soll ich in mehrere kleinere Anlagen investieren oder in wenige große? Wenn wir uns mal so ein Grundaggregat, hier soll ich eine Kolonne anschauen, dann haben wir vielleicht zunächst einmal eine kleine mit einem Radius von 10 Metern, die hat dieses Volumen von 4.000 Kubikmetern und eine Oberfläche von 120 Quadratmetern. Und der Preis für diese Kolonne rechnet sich nach dem Materialpreis eben für die Oberfläche, für die Ummantelung hier. Wenn wir uns dann überlegen, wir haben eine Kolonne, die doppelt so einen großen Radius hat, dann stellen wir fest, dass die Preise steigen natürlich. Allerdings haben wir gleich ein viel höheres Wachstum beim Volumen. Das heißt, wenn wir uns das als Grafik aufzeichnen, dann haben wir hier das Volumen und hier die Investition. Und das Grüne da vergessen wir einfach. Das heißt, Sie haben einen degressiven Verlauf, wie hier blau angezeichnet. Das heißt, die Preise steigen nur unterdurchschnittlich.
die spezifischen Preise, die sie pro Kubikmeter Speichervolumen haben. Und durch diesen unterproportionalen Anstieg der Kosten haben wir dieses Kapazitätsplanungsproblem. Und das ist eben ein klassischer Bereich, mit dem sich die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen. Ich möchte schon zur Zusammenfassung kommen. Was sind typische betriebswirtschaftliche Fragestellungen? Wie schätzt man die Investitionen und Betriebskosten ab für neue Anlagen, innovative Produktionsanlagen, die eben energieeffizient sind oder die Energie auf eine andere Art und Weise bereitstellen, also anders umwandeln? Weiterhin befassen wir uns damit, wie man Energieträger und Ressourcen umweltverträglich und effizient nutzen kann. Kann man vielleicht die Rohstoffe besser einsetzen und besser ausnutzen, einfach durch eine Umordnung, Umorganisation in der Produktion, und kann man dadurch eben Energie einsparen? Solche Fragestellungen lernen Sie im Masterstudiengang Unternehmensführung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, in den Vorlesungen Anlagen und Energiewirtschaft und auch in der Vorlesung Produktion und Umwelt kennen. Vielen Dank.